in den Schuh von Fräulein Meier. Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz und nein. Als sie dann das Urei sah, wusste sie schon, wer das war. Stups, der kleine Osterhase, fällt dann dauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. In der Osterhasenschule wippte er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief, fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf. Stups, der kleine Osterhase, fällt dann dauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Bei der Henne Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie grad ein Ei gelegt. Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihren Bauch. Bertha, um ihn zu begüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Stups, der kleine Osterhase, fällt dann dauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Paps, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater. Und er sagt mit ernstem Ton: Hör mal zu, mein lieber Sohn, deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Vater so der Sohn. Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging ihm etwas schief. Stups, der kleine Osterhase von Rolf Zuckowski. Ich denke an immer noch super beliebtes Lied, vielleicht sogar das Osterhasenlied schlechthin. Ich habe das Lied für euch extra ganz leicht aufgeschrieben, eine einfache Tonart in D-Dur. Und es ist auch nichts Schwieriges drin. Ich habe den Allround-Schlag 1 verwendet. Ich führe den nochmal vor. 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3. Das Ganze eben dann etwas flotter, aber übt es ruhig am Anfang leicht ein. Wenn euch das Ganze zu schnell war im Lied, denkt daran, ihr könnt bei YouTube unten bei den Einstellungen die Geschwindigkeit verändern. Einfach dann auf 0,75 Geschwindigkeit gehen, dann könnte das schon viel besser klappen. Das war's auch schon. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen hoch und teilt das Video an andere. Bis zum nächsten Mal. Ciao.